Servus liebe Leute, heute What I Eat in a Day, und zwar an einem Tag, an dem ich einiges an Kalorien verbrennen werde. Es geht gleich los mit einer Schwimmeinheit, 4,4 Kilometer. Dafür brauche ich so ungefähr 1,5 Stunden. Ich habe mir vor ein paar Tagen hier so einen Reiskuchen gemacht. Seht ihr hier. Und den und einen Espresso sowie meine AG1 gönne ich mir jetzt noch vorm, was heißt gönnen, esse ich jetzt noch vorm Schwimmen, weil ich das nicht nüchtern machen möchte. Also es ist jetzt, wie ihr seht, überhaupt nicht viel. Erstens und zweitens mit dem Reis kann ich mega leicht verdauen. Der Reis ist ein wenig gezuckert, außerdem sind noch Blaubeeren und ein bisschen Zartbitterschokolade mit drinnen. Genau. AG1 kennt ihr eh, Espresso habt ihr gesehen, nichts Besonderes. Aber besser als nüchtern anderthalb Stunden zu schwimmen habe ich auch lange Zeit gemacht, aber bin ich jetzt ehrlich gesagt völlig davon weggekommen. Vor allen Dingen, seitdem ich ein bisschen abnehmen möchte, beziehungsweise Körperfett reduzieren möchte, macht das für mich so viel mehr Sinn. Beim Schwimmen bin ich jetzt fertig. Die Hauptsession waren 10x200, alle 3,15 bin ich abgegangen und alle 2,50 geschwommen. Jetzt war ich eine Stunde 20, eine Stunde 15 im Wasser. Ich schätze jetzt da mal die Kohlenhydrate einfach auf, die Kalorien aus dem Kopf. Ja, dürften so um die 800 gewesen sein. Und das ist auch ein Mitgrund, warum ich heute früh schon was gegessen habe. Wenn ich das Ganze nüchtern gemacht hätte, hätte ich jetzt noch mehr Kalorien, denen ich sozusagen hinterherhänge. Dann das werden wir im Laufe des Videos noch sehen. Es wird am Ende noch tough durch die längere Radfahrt, bei der ich ja auch eigentlich schon während der ganzen Fahrt esse. Aber es ist einfach, echt schwierig. Der Samstag ist der schwierigste Tag mit ja, heute 4,5, vielleicht sogar 5 Stunden Rad. Da muss man schon ganz schön futtern, um dann nicht zu Hause so viel hinterher zu hängen. Also ich denke, das ist so auch eine der wichtigsten Sachen, dass man wirklich gerade bei langen Radfahrten, langen Ausdauereinheiten schon während der Einheiten gut zuführt. Weil wenn man nur danach essen möchte, ich glaube, keine Ahnung, ey, wird man einfach abartige Fressattacken bekommen. Naja, jetzt erstmal beim Thema abartige Fressattacken, jetzt geht's erstmal nach Hause schnell frühstücken. Frühstück ist denkbar simpel, 80 Gramm Haferflocken mit ungefähr 200 Milliliter Milch, das heißt ungefähr mit 200 Gramm Milch. Dann 10 Gramm Mandelmus und normalerweise 15 Gramm Ahornsirup. Der ist allerdings aus, deswegen muss ich mir was anderes überlegen. Zusätzlich schneide ich mir einen kleinen Apfel rein oder einen halben Apfel. Und dann ist das die Basis für die Radfahrt. Das muss jetzt alles ein bisschen quellen, ja, so ungefähr 5 Minuten. Und in der Zwischenzeit mache ich mir noch einen Cappuccino für die ersten 2 Stunden. Da werden wir sicherlich keinen Stopp machen. Werde ich mir 2 0,6 Flaschen mit Morten 160 mischen. Das sind also 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und dann habe ich hier im Supermarkt noch ein bisschen eingekauft und so verschiedene Flapjacks gekauft. Von ja, unterschiedlichen Marken. Was haben die hier? Für 100 Gramm 442 Kalorien, dann 50 Gramm Kohlenhydrate. Davon natürlich recht viel Zucker, Fett auch relativ viel dran, 50 Gramm wegen Schokoladenüberzug halt. Genau, aber die werde ich auf jeden Fall mitnehmen, denn heute wären es ja eher so 4,5-5 Stunden als 4. Und ja, wie gerade eben ja schon gesagt, das ist jetzt heute die Challenge, da nach der Radfahrt hier anzukommen, dann ordentlich Nachmittag zu essen. Wenn wir um 10 losfahren, werden wir mindestens bis 3 unterwegs sein. Und dann schauen, dass man irgendwie übers Abendessen genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt. Mein Ziel ist immer, maximal 10% weniger als mein Tagesverbrauch zu mir zu nehmen. Also heute werde ich irgendwie, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Kalorien
verbrennen. Und dementsprechend wäre das Maximum, was ich heute als Defizit habe, 500 Kalorien, aber ich ziele eigentlich immer eher so auf die 300 ab. Ja, die Radfahrt lief dann doch alles andere als geplant und nicht nur von der Dauer des Trainings, das sind dann nämlich nur 4 Stunden und 10 Minuten gewesen, sondern auch was die ganze Verpflegung während der Fahrt angeht. Geplant waren 4,5 bis 5 Stunden. Ich hatte mir eine schöne Route rausgelegt und wir hatten die ersten 2 Stunden auch wirklich sehr schönes Wetter. Und dann meinte ich noch zu Philipp, zu mir, der mit mir gefahren ist, ihr habt es ja kurz gesehen, ja, haben wir echt Glück gehabt bisher, aber da drüben die Wolken, die schauen schon so ein bisschen dunkler aus. Ich hatte gerade noch Zeit, mir eine Regenjacke anzuziehen und wir wurden dermaßen eingeschneit. Und dann war ich froh, dass ich überhaupt noch ja, über 4 Stunden gekommen bin, was die Fahrt anging. Es war einfach absurd kalt und ja, mit so Niederschlag einfach habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich hatte dann wirklich Phasen, wo ich dann mitten auf der Straße gefahren bin, durch komplett neuen Schnee, der ist da auch liegen geblieben. Gab da bestimmt so 5 bis 8 cm Neuschnee. Ja, und dementsprechend krass war natürlich dann auch erstmal die Situation dann danach. Nochmal zum Recap, ich hatte so ungefähr 1000 Kalorien ja zu mir genommen. Zum Frühstück, aber davon ja auch schon wieder ungefähr ja, 600, 700, 800 Kalorien durch Schwimmen sozusagen weg. Und dementsprechend bin ich dann ja einfach durch die lange Radfahrt in so einem krassen Defizit auch schon gewesen, dass es da halt wirklich sehr, sehr, für mich sehr, sehr schwer war, dann noch einigermaßen gesund den Tag abzurunden und ja, dahin zu kommen, dass ich eben in dieser Range bleibe von 5-10%, die ich mir so vorgenommen habe. Okay, Mittagessen. Ja, ich habe Glück. Die anderen haben schon Mittag gegessen. Ist ja mittlerweile auch schon ja, 15 Uhr. Das heißt, ich esse einfach das, was übrig geblieben ist vom Mittagessen und ist heute eigentlich perfekt. Kartoffelbrei gibt's. Kommt hier in der Familie ganz gut an. Und ja, ist jetzt eine gute Kohlenhydratquelle und zusätzlich mache ich mir als Nachtisch, wenn man so will, noch einen Proteinshake. Ich habe dieses No Whey Protein, mische das Ganze mit der Hafermilch, Vanillegeschmack, ist ein bisschen pervers vielleicht, Vanillecookie mit der Vanillehafergeschmack, aber keine Ahnung, schmeckt mir halt gut. Viertel vor neun, Kind ins Bett bringen, hat heute ein bisschen länger gedauert als eigentlich erhofft. Ich muss jetzt noch ein bisschen was essen. Hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich das Defizit, das ich vom Rad steigend mir eingefangen habe, einfach dadurch, dass ich die Snacks nicht öffnen konnte, weil die Finger so gefroren haben, höher war als eigentlich geplant, eigentlich erhofft. Werde ich jetzt ein bisschen mehr essen müssen. Gerade so im Eiweißbereich fehlt mir noch ein bisschen was. Das heißt, ich mache mir noch ein Skyr und es gibt definitiv auch heute ausnahmsweise ein bisschen Schokolade. Die Regel, die für mich jetzt zählt, habe ich mir selber auferlegt, ist, am Wochenende wird auch mal Schokolade gesnackt. Unter der Woche habe ich es eigentlich fast gänzlich rausgestrichen. Ab und zu mal ein Stück Kuchen. That's it. Ja, unterm Strich bleibt, dass ich es heute einfach nicht gut umgesetzt habe, meinen Vorhaben in der Range zu bleiben. Hat nicht geklappt. Ich stehe am Ende des Tages mit ja, 1000 Kalorien zu wenig da. Kann aber mittlerweile sagen, dass ich das am Tag danach eigentlich ganz gut ausgelevelt habe und mich gut regenerieren konnte, auch durch viel Schlaf. Aber sowas sollte nicht oft passieren. War definitiv der Fehler, dass ich wahrscheinlich auch schon in den ersten 2 Stunden auf dem Fahrrad hätte etwas mehr zuführen sollen. Und ja, also daran sieht man, dass es wirklich nicht ganz easy ist und das Tracken dann schon auch was helfen kann. Denn andererseits, mir hat anfangs ein totales Gefühl dafür auch gefehlt. Okay, habe ich jetzt irgendwie noch 500 Kalorien, die ich essen muss, in dem Fall ja auch. Oder sind es nur 200 Kalorien oder sind es noch 1500 Kalorien? Und jetzt nach ein paar Wochen Tracking habe ich schon das Gefühl, dass ich auch mehr und mehr ein Gefühl dafür bekomme. Und ich kann auch mittlerweile Bananengewicht
ziemlich gut einschätzen. Also das als kleinen Nebeneffekt dazu. So, letzter Tagesordnungspunkt für heute, Leute, ist ab ins Bett, nachdem ich das alles gegessen habe. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und wenn es Fragen gibt, dann gerne hier unten drunter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video.